So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Ne? Adi ist auch am Start. Checkt schon mal die Pakete ab. Wir haben kurz zwei kleine Sachen. Jetzt habe ich die ganze Zeit ein was gehabt. Das, was ich hatte, war das hier nämlich. Jetzt musste ich das leider schon aufmachen, weil es irgendwie so einzeln ankam, ich davon nichts wusste, noch Sachen für Pupsi ausstanden, ich gucken musste, ob das für Pupsi jetzt ist oder nicht. Jetzt war es nicht für Pupsi, so wie ich das sehe. Deswegen haben wir jetzt mal das. Das machen wir zuerst auf. Und weil das so wenig war, habe ich gedacht, ich warte noch kurz. Und plötzlich hat es geklingelt. Da kam hier noch so ein Happy Meal von McDonald's mit dazu. Finde ich auf jeden Fall interessant. Was ist jetzt hier drin? Das habe ich ja, wie gesagt, schon aufgerissen. Wir nehmen das mal kurz hier rüber. Packen das mal da drauf. Suchen uns den Zettel, weil das ja wieder von der Wunschliste ist. Und hier haben wir einmal einen Gruß von Veronika Zöllner. Das dürfen wir mal ganz sagen, ne? Weil das die irgendwo, da habe ich schon oft, oder habe ich immer nur Veronika gesagt? Das ist auf jeden Fall Koronika. Oh, jetzt geht es mir so im Wanst drum. Ich glaube, ich muss gleich den Deckel vom Klo hochmachen und da erstmal reinspülen. Ich habe jetzt eben den Biertest gemacht. Ah, es tut so weh. Ein Gruß von Veronika, also Koronika. Ende der Liste und die Insekten sind nicht mehr drauf. Hosianna und fröhliche Weihnachten von Veronika. Das heißt, in jedem Video habe ich mich beschwert, dass keiner die Insekten bestellt, obwohl die doch so tasty sind, ja. Und ich habe mich nicht beschwert, ich habe nur gemeint, die sind schon 10 Jahre drauf, die bestellt keiner, aber neue Sachen bestellen die Leute sofort und neue Sachen sind viel teurer. Insekten 20 €? Nö. Arceus 60 €? Kein Problem. So, ne? Jetzt wollte die Veronika wohl extra die Insekten bestellen und weil die nicht mehr da waren, hat sie das bestellt? Und das ist ein Weihnachtspullover. Ihr habt ja letztens gesehen, dass ich schon ein Weihnachts. Ich habe genau zwei Weihnachtspullover da drauf, die unglaublich hässlich waren. Also die als unglaublich hässlich ausgeschrieben waren. Den einen habe ich jetzt schon ein paar Mal angehabt, mit dem Dinosaurier. Dieser samte Stoff fand ich auf jeden Fall richtig cool. Und wenn der noch ging, gab es noch einen zweiten, der an sich eigentlich überhaupt nicht geht. Und das müsste dann der sein, der nämlich so aussieht, als wärt ihr nackt. Also einfach nur hier mit Kügelchen und Brusthaaren und allem drauf, aber egal. Den müssen wir jetzt mal anziehen. Ich hoffe, der ist auch so eng, so neoprenmäßig wie der andere. Und man fühlt sich darin genauso. Denn an dem Bild, das Bild von dem Pullover an sich, sah richtig cool aus. Das sieht jetzt hier irgendwie total. Ja. Das ist so extrem verpixelt, diese Bilder, die da drauf sind. So eine verkackte Auflösung, sage ich mal. Aber die Bilder, die die gezeigt haben von den Leuten, die den Pullover anhatten, das sah richtig dämlich aus. Das hat wie ein Sack Kartoffeln einfach an den runtergehangen. Aber ich wäre nicht Ramses, ja, wenn es nicht aussehen würde wie original. Guckt euch das an. Wer glaubt denn jetzt noch, dass das ein Pullover ist? Das bin ich. Das ist meine Brust. Das passt so genial, weil genau hier, ja, eigentlich ist hier mein Nippel, aber laut dem Pullover ist hier mein Nippel. Das sieht doch jetzt wirklich so aus, als wäre das meine zweite Haut. Finde ich richtig stark. Hier sind auch Tattoos drauf. Hier ist meine Weihnachtskette drum. Mein Gesicht ist fast auch so blass. Wenn ich Wrestler wäre, das wäre mein Outfit. Ich bin der Grinch. Und ich komme dann immer so in den Ring und mache alle kaputt. Dankeschön, also an Koronika. Wenn ich irgendwo Weihnachten feiere dieses Jahr, werde ich diesen Pullover anziehen. Ich schwöre auf alles, was ich habe. Ich finde den richtig genial. Und den anderen, vielleicht muss ich auch mal wechseln. Ich finde, beide haben was. Ich finde beide richtig toll. Und jetzt haben wir hier noch ein Päckchen über, was in so einer fetten Tüte ist. Wie gesagt, bei mir ist gefühlt jeder Tag Weihnachten oder Geburtstag. Ich bin heute auch nur deswegen wach geworden, weil die Post schon wieder geklingelt hat. Und da ist schon wieder ein Päckchen dabei gewesen. Und als ich das Paket gesehen habe, wusste ich direkt schon, von wem es ist. Denn manche bestellen über Amazon Wunschliste.
manchmal meine Adresse und schicken dann einfach so irgendwelche Sachen. Und die Sachen, die einfach so irgendwie geschickt werden, kommen meistens in einer Biene-Maja-Box. Da weiß ich immer ganz genau, von wem es ist. So, jetzt, pass auf. Jetzt haben wir hier, wo ist er denn? Da unten hier. Ein Gruß von Alba Giant. Alba Giant, Alba Giant. Hier ein Ersatz für den Ersatz für den Ersatz. Kannst sie ja mit deinem Edding oder so markieren. Viel Spaß damit von Alba Giant. Ich glaube, der macht das extra, um einen aufzuziehen. Aber ich bin ja auch selber schuld. Warum packe ich denn auch eine Sache drauf und schreibe, ich benötige 5 Stück? Ist ja klar, wenn man dann nur 3 Stück hat, dass die Leute sagen, ach, da kann ich ja noch 2-mal nachlegen. Was wird es wohl sein? Der Ersatz vom Ersatz des Ersatzes. Es ist natürlich, halt dich fest, pass auf. Es sind natürlich die weißen Gummischuhe. Ich laufe aktuell noch mit den weißen Gummischuhen überall rum. Egal, bei Regen, bei Frost, bei Schnee, bei Wind, bei Wetter, bei Sommer, ne, sind ja Löcher drin. Ich ziehe die im Schwimmbad an, ich ziehe die im Wasser, überall, im Planschbecken. Jetzt habe ich immer noch mein Paar, weil sich das einfach ewig hält. Die einfach übelst bequem sind, übelst robust gleichzeitig. Normale Schuhe halten bei mir so einen Monat, dann sind die unten durchgelaufen in der Sohle. Diese Schuhe, die halten einfach ein halbes Jahr und länger. Jetzt habe ich immer noch mein Paar. Ich habe noch ein Ersatzpaar. Ich habe von Sabrina letztens noch ein Ersatzpaar gekriegt. Und jetzt habe ich vom Alba noch ein Ersatzpaar zu dem Ersatzpaar des Ersatzpaars gekriegt von meinen, die ich trage. Also ich glaube, wenn noch einer diese blöden Gummischuhe bestellt, dann sind die auch von der Liste weg, weil dann sind, glaube ich, 5 erreicht und 5 war die Stückzahl. Und dann habe ich ausgesorgt, mein Leben lang. Ich hoffe, mein Fuß verändert sich nicht. Aber wo wir gerade beim Wrestling-Outfit sind, das ist mein Wrestling-Outfit, nackt, aber Gummischuhe. Ramses der Wrestler. Also, Koronika und Alba Giant vereint. Dankeschön auf jeden Fall, finde ich immer noch klasse, weil Schuhe sind wichtig, bequemes Schuhwerk. Ihr wisst gar nicht, wie sehr man Rückenschmerzen bekommen kann, wenn man falsche Schuhe trägt und sich dann alles kaputt macht. Ein bequemer Schritt, ne? Bequeme Schuhe, beste, was es gibt. Und vor allem sind diese Dinger halt nicht gerade billig. Obwohl das einfach nur ein bisschen Gummi ist mit Löchern drin, bezahlt ihr da bestimmt so 30 Euro durchschnittlich. Das ist schon was, ne? Jetzt sagt ihr, hä? Wenn ich mir Schuhe kaufe, bezahle ich da bestimmt so 50 Euro. Ja, ihr kauft ja immer nur Adidas oder so. Wenn ich Schuhe kaufe und gehe in den Chinesenladen rein, in den Asia-Shop und bezahle da 20 Euro, da brauchst du dich aber nicht wundern, wenn die nach einem Monat durch sind. Genau, deswegen nehme ich jetzt die, denn das ist Qualität. Und da ist wenigstens ein Krokodil drauf. Nämlich hier ist das Krokodil. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Guckt euch das an. Euer Ramses. Hey, das sieht original aus. Guckt euch das doch an. Hier der Bauchnabel. Ciao.